Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Niki aus Nikis Zauberwerkstatt. Heute habe ich mal einen ganz schnellen Basteltipp für euch, wenn es mal schnell gehen muss für eine Schachtel oder man braucht einfach vielleicht noch irgendwas Dekoratives, Schleifchen oder so aus Papier obendrauf. Sowas hier ist schnell gemacht, sieht gut aus, kann man auch aus Designerpapier herstellen. Kann eigentlich jedes Papier dafür verwenden. Ich habe jetzt mal Farbkarton dafür benutzt. Dann zeige ich euch mal, wie es geht. So. Ihr braucht dafür einmal einen Streifen mit 15 cm mal 2. Einmal einen Streifen mit 13 cm mal 2, dann einen Streifen mit 10 cm mal 2 und dann haben wir hier noch ein kleines Stück für die Mitte. Das ist es bei mir 6 cm lang, wobei es ist hier auch 2 cm breit. Ich schneide das jetzt einfach gerade mal ein bisschen schmäler, weil das wird sonst einfach zu wuchtig in der Mitte. So. Als allererstes falzen wir das Papier uns mal so richtig geschmeidig, damit uns das nicht bricht oder Falten bekommt. Einfach mit dem Falzbein, mit der Kante, ein paar Mal rüber, andere Seite, drehen wir rum. Und das machen wir jetzt einfach bei allen. Merkt schon, dass das Papier weicher wird, nicht mehr so störrisch. Lässt sich dann auch viel besser biegen und verarbeiten. Passt aber auf, dass es nicht zu sehr, also wirklich nur hier mit ein bisschen minimalen Druck hier über die Falzlinie drüber gleiten lassen. So, das mittlere Teil brauchen wir jetzt nicht so oft machen. Da reicht ein, zwei Mal drüber gehen. So, zuerst brauchen wir das mittlere. So, also das mit 13 cm. Das schneiden wir uns jetzt hier einfach wie so zackenmäßig ein. Einmal schräg bis zur Mitte diagonal, die andere Seite auch. So, dass wir hier so einen Zacken bekommen. Da auch. Ihr könnt euch das auch anzeichnen, wenn ihr wollt. So. Und dann markiere ich mir hier einfach die Mitte. Ungefähr. Ist jetzt bei 6,5. So. Und da mache ich mir jetzt schon einen Streifen doppelseitiges Klebeband drauf. Oh, das war zu viel. So. Können wir auch schon wegmachen. So, dann nehmen wir das längste Teil. Das schneiden wir uns auch ein Stück doppelseitiges Klebeband. Das hält einfach nachher besser. Weil wenn wir hier mit Flüssigkleber arbeiten, dann hält es vielleicht der Belastung nicht stand. Und
Mir ist es dann lieber, ich weiß, dass es wirklich bombensicher hält. Also da geht dann auch nichts mehr weg. So, auf eine Seite Klebeband und das andere kleben wir hier so drüber, das andere Ende, dass wir hier so einen Kreis haben. Und das machen wir jetzt mit dem anderen Streifen auch. Ein bisschen hartnäckig hier. So. Na komm. Gucken, dass ihr schön Kante auf Kante seid. Dass es schön sauber ist. Prima. So. Jetzt, da wo der Abschluss unten ist, drückt ihr das jetzt einfach ein bisschen zusammen, dass ihr so eine Mitte habt. Ich nehme da immer zu gerne eine Pinzette, weil dann habe ich einen besseren Überblick, ob ich es gerade hinkriege oder nicht. Und legt das quasi die Unterseite hier mit der Kante hier direkt auf das Klebeband auf dem Streifen. Gucken, dass ihr gerade kommt, dass alles schön bündig ist. Prima. Hier machen wir uns jetzt auch wieder ein Stück Klebeband hin. Das machen wir hier drauf. Also wie gesagt, es reicht auch ein kleines Stück nur. Muss jetzt nicht die ganze Fläche kleben, weil es kommt ja nachher sowieso noch was drumherum. So, gucken, dass wir das in der Mitte vorsichtig drücken. Wenn es geht, nicht an den Außenkanten drücken. Sonst kriegen wir hier Falten rein, das wollen wir ja nicht. Und da setzen wir das jetzt schön mittig drauf. So. Prima. Lustig. Hä? Sieht doch schon gut aus. So. Bei diesem dünnen Stück machen wir vorsichtshalber mal über die ganze Länge Klebeband. Weil es immer unterschiedlich ist, je nachdem wie fest man drückt. Den Rest schneiden wir später einfach weg, was dann zu viel ist. So. Drücken hier vorsichtig zusammen und gehen nach unten. Schauen, dass wir ungefähr nach Augenmaß die Mitte treffen. Kleben das hier an. Und dann gehen wir nach oben. Schlagen das hier ein. So. Und jetzt sehen wir ja ungefähr, wie viel wir noch brauchen. Ich sage, schneiden wir hier ab, drücken das hier vorsichtig zusammen und schlagen das unten weiter ein. So, ein bisschen drücken noch, das hier noch ein bisschen aufplustern wieder. So, ihr könnt jetzt natürlich, wenn euch die untere das untere Streifen zu lang ist, wenn ihr vielleicht eine kleinere Verpackung habt, könnt ihr das auch einkürzen. Hier, das ist jetzt zum Beispiel nicht so lang.
Ihr könnt auch von der Größe her variieren. Je nachdem kleiner oder noch größer, dann macht das einfach länger und vielleicht breiter, je nachdem. Oder wenn ihr was Kleines, Zartes wollt, einfach ein bisschen schmäler machen und also insgesamt schmäler und halb bis 1,5 cm oder so und nicht so lang. Wichtig ist halt immer, dass ihr das vorher schön falzt, damit das Papier geschmeidig wird. Weil sonst tut ihr euch da echt schwer mit dem Biegen dann. Weil dann gibt es so unschöne Falten, das ist dann wirklich nicht schön. Weil dann bleibt es hier nicht so schön rund. So, dann machen wir noch ein bisschen Strass, bling bling drauf. Kann man natürlich, was weiß ich, irgendwas drauf machen. Knöpfe, Blumen, irgendwas, was euch einfällt. Ich habe jetzt da einfach meine Strasssteinchen genommen. Ja, und so schnell habt ihr eine schöne, schicke Dekorationsschleife für eine Karte oder eine Box oder je nachdem. Vor allem dann immer passend vom Farbe her. Könnt ihr anpassen, wie ihr wollt. Okay. Das war's auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!